Und für zusätzlichen Zündstoff hat Friedl Rausch, der Lasttrainer, gesorgt. Er hat gesagt, die Tiroler sind am absteigenden Ast. Und Didi Constantini hat das gar nicht gut gehört, gern gehört und gemeint, na, die sollen nur kommen, die werden schon was erleben. Glaubt an euch, die Fans, die knapp 4000 am Tivoli, wollen ihre Mannschaft auch daran erinnern, dass der Last zuletzt im Oktober 1984 am Tivoli gewinnen konnte. Der FC Tirol in Rot von rechts nach links, wieder mit Kapitän und Libero Michael Streiter und den zuletzt gesperrten Andi Schiener. Beim Last fällt mit Dubajic ein wichtiger Spieler heute aus, zudem fehlen Kogler und Medlitzki. Freistoß Lask. Kuspara in die Mauer. Und sofort der Gegenangriff des FC Tirol mit. Hitzbichler. Halb Schuss, halb Flanke übers Tor. Richard Hitzbichler. Tirols Mannschaft nach dem wenig berauschenden Start ins Frühjahr unter Druck. Und der Lask mit Glück. Danke Janischitz. Josef Schickelgruber von Sidi Bar behindert. Verfehlt die Flanke, Kitzbühler schießt aber in die Arme des Lasktors. Changing. Kirchler. Kirchler gegen Rosiano, Tor. Gernot Grinner. Das Tor zählt nicht. Achte Minute. Im Duell. Rosiano, Kirchler. Hat der Ball sichtlich die Torartlinie überschritten. Das Tor von Gernot Grinner in die Kategorie Fleißaufgabe einzuordnen. Foul von Michael Streiter an Scharrer. Freistoß für den Lask. Ibiza Duspara drüber. Kitzbichler. Kirchler. Czenczek. Sofort geschossen. Drüber. Guter Schuss von Jerzy Czenczek. Kirchler, Czenczek, ein Tor könnte das hartnäckige Formtief des kleinen Polen mit einem Schlag lösen, aber es gelingt. Einer Raufmann, wird immer schneller. Raufmann, am langen Eck vorbei und Westerthaler wäre zu kurz, zu spät gekommen. Einer Raufmann. Westerthaler gegen Kitzbichler, Foul von Westerthaler. Die beiden zählen in ihren jeweiligen Mannschaften nicht zu den Größten, aber recht schön hart im Bodenkampf. Freistoß FC Tirol. Fehler Schickelgruber. Cartaglia. Und letztendlich die Situation bereit. Josef Schickelgruber. Die Flanke und ein Konzentrations-, ein Nachlässigkeitsfehler von Schickelgruber. Schiener wäre da gewesen, aber Cartaglia klärt vor der Linie.
Streiter. Kirchler. Und das kurze Eck gehört dem Torhüter, gehört Schickelgruber. Kirchler gegen Markus Scharrer, hart an der Strafraumgrenze, Freistoß für den FC Tirol. Kirchler am Kopf, seitlich am Gesicht getroffen, Freistoß. Janischitz. Streiter. Abgewehrter Ball, eine gefährliche Situation. Fast alle FC Tirol-Spieler weit aufgerückt, schneller Konter. Und Weißenberger im Abseits. Seine Mannschaft leicht überlegen, auch weil der LASK keine Mannschaft ist, die sich nach vorne orientiert, die mit Catenaccio nichts am Hut hat. Janischitz, knapp am Tor vorbei. Guter Schuss von Thomas Janischitz. Das Spiel gefällig, allerdings von Strafraum bis zu Strafraum. Bis zu dieser Situation. Kirchler an dem Pfosten. Psst. 40. Minute. Die größte Chance bisher des FC Tirol. Dahin. Roland Kirchler trifft den Torpfosten am langen Eck. Eine Szene, die möglicherweise den weiteren Spielverlauf beeinflussen könnte. Janischitz. Kopfball Grinner. Schickelgruber steht goldrichtig. Flanke Janischitz, nochmals der Kopfball von Gernot Grinner. Schickelgruber wehrt locker problemlos ab, zur Freude seines Trainers. Wir sind in einigen Dingen sehr offensiv, manchmal sogar zu offensiv. Und Innsbruck wartet auf Konter und hat durch einen Konter die beste Chance gehabt. Wir haben viel mehr Spielanteile und wir spielen voll auf sich. Das weiß ich auch, dass wir nicht auf einen Punkt spielen kann. Aber der Tiroler Tormann hatte noch nicht viel zu tun heute. Uns auch noch nicht. Die zweite Spielhälfte. Beim FC Tirol bleibt Michael Streiter verletzt in der Kabine, wird durch Hannes Jochum ersetzt. Und der FC Tirol schwungvoller. Hitzbichler, gefault von Duspara, Freistoß. Hitzbichler ansatzweise mit jener Stärke, jenen Qualitäten, die ihn im Vorjahr bis in den Kader der Nationalmannschaft brachten. Der Freistoß, Janischitz. Abgefälscht und Schickelgruber. Thomas Janischitz. Der Ball wird von der Mauer abgefälscht, Schickelgruber am falschen Fuß, fängt sich, hält, pariert. Doppelpass, Janischitz und legt sich letztendlich den Ball zu weit vor, Hochmeier klärt, vorbei die Chance. Aufpassen, signalisiert Trainer Friedl Rausch. Westertaler. Casiano, Raufmann, 59. Minute. Erste Prüfung für Innsbruck-Torhüter Stanislav Czerczesow. Casiano, Raufmann, Czerczesow. Trainer. Janischitz. Elfmeter wird reklamiert. Aber Schiedsrichter Brucker in Sekundenbruchteilen zur Entscheidung gezwungen. Wird wohl richtig entschieden haben. Kein Elfmeter. Change. Kitzbichler. Foul von Hochmeier an Kitzbichler. Eines von der bösen Sorte. Gelbe Karte für Hochmeier,
Eine von bislang drei für den LASK, bei einer für den FC Tirol. Der FC Tirol minutenlang mit 10 Spielern. Kitzbühler scheidet verletzt aus. Die 68. Minute kommt Christian Meierle. Ekpar LASK. Nochmals der LASK. Sidiba. 70. Minute, 1:0 für den LASK. Torschütze Christoph Westerthaler. Sidiba, die Vorarbeit. Westerthaler im Nachsetzen. Ausgerechnet ein Tiroler erzielt das 1:0 für den LASK. Christoph Westerthaler. Tiroler noch offensiver. Meierle. An den Pfosten. Zum zweiten Mal Pech für den FC Tirol in diesem Spiel. Christian Meierle, Pfosten. Das Spiel schnell ausgeglichen. Die Tiroler optisch überlegen, etwas mehr im Ballbesitz. Doch der LASK ein ebenbürtiger Gegner. Watzinger fault Rainer Raufmann. 74 Minuten gespielt. Das ist die rote Karte für Robert Watzinger. Und die Schlussphase, sie wird besonders schwer für den FC Tirol. Nur mehr 10 Mann, den bereits zweiten Libero in diesem Spiel verloren und 0:1 im Rückstand liegen. Watzinger als letzter Mann fault Rainer Raufmann und darf frühzeitig unter die Dusche. Raufmann, Czerczesow. Und Rainer Raufmann wohl im Bewusstsein, den Matchball möglicherweise vergeben zu haben. Pschenczek. Grinner. Und Riesenaufregung in der 80. Minute. Tiroler Proteste bei Schiedsrichter Brucker, gelbe Karte für Janeschitz. Die Situation, Grinner möglicherweise doch gefault und ein Elfmeterpfiff wäre wohl angebracht gewesen. Dann liegen die Nerven blank. Czerczesow schreit in Richtung Betreuerbank, aufgeregt, als hätte Konstantini, als hätte der FC Tirol im Moment nicht ohnehin Sorgen genug. Raufmann scheitert gegen 10 Tiroler, die noch dazu wild angreifen, die Aufgabe des LASK nun leichter. 4-5 dicke Torchancen haben die Linzer bisher vergeben. Brandon Augustin, an allen vorbei, nur am Pfosten scheitert er. Und auch aufgrund solcher Chancen ist der LASK letztendlich nicht ein nicht unverdienter Sieger. Innsbrucks Krise prolongiert mit der Gefahr, noch tiefer geworden zu sein. Ja, es war nicht der Tag der Heimteams. 4 Spiele und 4 Auswärtssiege im Cup-Viertelfinale. Und am Tivoli hat natürlich alles vom entscheidenden Tor des LASK nachher gesprochen. Tor gekriegt. An dem Tor sind Sie schuld? Ja, ist Torwart immer schuld, besonders in Tirol. Der Tormann ist einer schon ein bisschen im Stress, seit Ivan auf der anderen Russe nicht spielt. Das ist vielleicht verständlich, weil es ein Landsmann ist. Auf der anderen Seite hat er nicht weitergespielt, wenn wir 0-1 hinten waren. Und das, da bin ich nicht einverstanden und da wird er sicher in Kürzen ziehen. Sind Sie mit Ihrer Mannschaft natürlich heute sehr zufrieden, oder? Ja, nein, das darf ich nicht sagen, weil wir eine Anzahl von Torschancen ausgelassen haben und weil wir unheimlich Stress gehabt haben die letzten 5 Minuten. Ein Spiel, das quasi für uns hundertprozentig entschieden werden musste,
mussten wir noch mal zittern, aber umso schöner ist es jetzt, dass wir es geschafft haben. Ja, also die vier Spiele haben wir damit quasi erledigt. Ich erinnere Sie noch einmal unsere Nummer 0667705, falls Sie bei der Wahl zum Tor des Monats März mitmachen wollen. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, einen charmanten Besuch bei mir zu begrüßen. Servus, Andrea Radakovic. Ja, du sollst also heute diese wichtige Aufgabe in Angriff nehmen, nämlich das Semifinale auszulosen. Erzähl ein bisschen noch was über dich.